Lügen sehen wollte. Das muss jemand anders gewesen sein. Vielen Dank für die Einführung, Matthias. Agile Beschaffung, das hört sich sehr interessant an. Best Practices, das ist noch fast ein Schritt weiter. Das ist fast vom Himmel oben herunter gesagt, ja, ich weiß, wie es geht. Es ist nicht so, ich weiß relativ wenig. Wir haben aber seit dem letzten Jahr mit sehr vielen Leuten gesprochen. Letztes Jahr hatten wir auch schon einen Track am Nachmittag zum Thema agile Beschaffung. Aufgrund von diesem Track haben wir eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die das ganze Thema agile Beschaffung erweitern, beleuchten wollte. Und wir haben mit diversen Leuten aus der Beschaffungssicht, aus der Industrie, aus den Lieferantenbereichen gesprochen. Ich denke, wir können ein paar Punkte heute miteinander anschauen. Am Nachmittag werden wir eben diese Fachsession haben, wo wir dann wirklich auch den nächsten Schritt machen, wo wir in die Details runtergehen können. Jetzt versuche ich es auch mal mit dem. Also, was ich Ihnen zeigen werde, ist irgendwo, was ist passiert seit dem letzten Jahr. Der Marc hat es bereits aufgezeigt, es gibt ein paar Schritte in der Beschaffung, in der agilen Beschaffung. Wir fokussieren uns da auf drei Schritte. Dann gibt es ganz verschiedene Sichten auf die Beschaffung. Da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, mit wem haben wir gesprochen, was sind da die Bedürfnisse. Und dann gibt es gewisse Fragen, die sich aufgrund dieser Thematik stellen. Und dann zeige ich Ihnen auch noch die nächsten Schritte. Wie gesagt, am Nachmittag ist die Fachsession. Ja, das letzte Jahr haben wir gefragt, der Dialog. Wir haben den Dialog vorgestellt, wir haben Technologiepartner vorgestellt, haben dann gesagt, versteht ihr das? Das waren 22 Leute damals. Versteht ihr diese Konzepte? Geht das auf? Wir sehen, doch wohl, das Konzept ist verstanden worden. Dialog 95%, Technologiepartner 90%. Dann haben wir die Frage gestellt, bringt das uns etwas für eine agile Realisierung hinten raus? Dann waren wir ein bisschen ernüchtert. Nur 30% haben gesagt, das bringt mir etwas. 70% haben gesagt, ja, das hat eigentlich gar nichts mit Agilität zu tun, das ist Beschaffungsrecht. Das sind neue Ideen, wie man etwas beschaffen kann, aber das bringt mir für die agile Realisierung hinten nichts. Wir sind dann zusammengesessen und haben gesagt, okay, jetzt die große Ernüchterung, wohin geht es dann wirklich? Wir haben dann gesagt, okay, wir möchten einen Leitfaden erstellen für Beschaffungen. Ein Punkt, der uns gesagt wurde, ist der Dialog, der klappt erst ab einem relativ großen Volumen. 10 Millionen wurden gesagt, 5 Millionen wurden gesagt. Fazit, irgendwo Projekte unterhalb von 5 Millionen Volumen funktioniert der Dialog nicht, weil er wirtschaftlich nicht aufgeht. Da ist so viel Aufwand dahinter, um den Dialog durchzuziehen für die Beschaffungsseite wie auch für die Lieferanten, dass das für ein Volumen von 5 Millionen sich gar nicht mehr rechnet. Das heißt, wir müssen dort Ideen aus dem Dialog, die sehr gut sind, versuchen in die Beschaffung reinzubringen, dass man auch kleinere Projekte, ich habe gerade nochmals nachgeschaut, kleinere Projekte hier in der Schweiz, 70% der Projekte hier in der Schweiz sind unterhalb 15 Millionen. 40% sind unterhalb von 1 Million. Also wir sprechen da von relativ einer großen Anzahl von Projekten, die vielleicht auch ausgeschrieben werden, die aber mit den Konzepten, die wir eigentlich haben, nicht umgesetzt werden können. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir möchten einen Leitfaden erstellen, wir möchten uns da irgendwo auch, dass das Ganze effizienter wird, wir möchten schauen, dass es so für Projekte bis 3 Millionen passt und wir möchten diesen Leitfaden schreiben für diejenigen, die ausschreiben, diejenigen, die eine Beschaffung durchziehen möchten, die Organisationen, die einen Bedarf haben und die in eine Beschaffung reingehen möchten. Es sind verschiedene Leute da involviert,
in einem Kernteam, wir haben ein erweitertes Kernteam und eben wie gesagt, wir haben sehr viele Leute angesprochen auf unterschiedlichen Ebenen, was sie dazu halten. Diese Diskussionen haben dazu geführt, dass gewisse Erfolgskriterien aufgezeigt wurden. Freunden Sie sich mit der Realität an. Fakt ist, es kommt immer anders, als ich gedacht habe. Das ist so. Was uns gesagt wurde, schauen Sie, dass Sie die richtige Qualität in den Ausschreibungen haben. Nicht, dass ich hatte mal eine Ausschreibung, da wurde mir im Pflichtenheft, das ich in den Ausschreibungsunterlagen erhalten habe, gesagt, wie das Bildchen auf dem Button aussehen muss. Das war ein Feature, wurde das so genannt, und es wurde eigentlich das Wie beschrieben damals. Was wir als Erfolgskriterium gefunden haben, ist, beschreiben Sie das Was, beschreiben Sie den Service, den Sie brauchen, den die Leute brauchen in der Fachabteilung, beschreiben Sie diesen Service in den Ausschreibungsunterlagen. Beschreiben Sie nicht, wie Sie das möchten, sondern beschreiben Sie das Was. Steuern Sie immer, bleiben Sie transparent im ganzen Projekt, geben Sie diese Verantwortung auch nicht ab. Das ist auch ein gewisser Investitionsschutz, den der Marco auch angedeutet hat. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, Eignungskriterien, Zuschlagskriterien, kommen ganz zum Schluss nochmals darauf. Die Eignungskriterien in der Ausschreibung, die filtern. Und damit können Sie natürlich in den Ausschreibungen spielen. Sie können dort das Ganze relativ eng machen oder Sie können das Ganze relativ breit machen. Dann erhalten Sie mehr Input und müssen vielleicht dann auf einer nächsten Stufe dann einen Filter einbauen oder eben mit den Zuschlagskriterien die richtige Lösung ausbringen. Die drei Schritte, was wir haben vor der Ausschreibung, das sind zum Teil Projekte, die laufen im Fach drin. Die können über Jahre gehen, bis man überhaupt dazu kommt, dass man ausschreibt, dass man alle Unterlagen miteinander besprochen hat im Fachbereich, in der Organisation drin und man geht in eine Beschaffungsstelle und sagt, okay, das möchte ich jetzt ausschreiben. Das ist ein relativ großes Projekt, das vorgängig läuft. Ganz entscheidend dort, kommen wir nochmals drauf, was Sie dort machen müssen. Dann läuft die Ausschreibung. Die Ausschreibung, da haben wir die Konzepte, da können wir nicht viel ändern und dann schlussendlich kommt die Realisierung nach der Ausschreibung, Vertragsabschluss, Realisierung, Betrieb, Wartung, Weiterentwicklung, wo man die nächsten Schritte anschauen muss. Beschaffen heißt entscheiden. Entscheiden heißt, ich brauche eine Entscheidungsgrundlage. Ich kann aber beim Projektstart nicht alles wissen, was passiert. Es kommt immer anders, als ich gedacht habe. Wenn wir da in einer Studie, die ich da gewonnen habe, schauen, was sind Gründe für ungenügende Anforderungen, dann finden wir da Missverständnisse, wachsende oder ändernde Anforderungen, Änderung der Rahmenbedingungen, kein Unterschied zwischen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen, Änderung der Stakeholder, sind Themen, die im Requirements Engineering, im Anforderungsmanagement relevant sind. Das müssen wir beachten, wenn wir eine Ausschreibung machen. Das heißt, beim Projektstart können wir nicht alles wissen. Gut, also wir können nicht alles wissen bei Projektstart, deshalb hier der Blitz, das kann nicht aufgehen. Was machen wir jetzt, wenn Änderungen kommen? Haben wir da eine Lösung? Wir haben ein Pflichtenheft geschrieben und bis ins Detail alles aufgeschrieben im Pflichtenheft, jetzt kommen Änderungen, wir haben einen Zuschlag gemacht via Ausschreibung und jetzt kommt eine Änderung. Was machen wir da? Fakt ist, wir haben es gesehen, in dieser Studie relevant
um ein Projekt erfolgreich durchzuführen, ist, dass ich richtig kommunizieren kann, dass ich die Anforderungen verständlich habe, dass ich miteinander die Anforderungen immer wieder mal diskutiere. Das deutet darauf hin, dass wir agil umsetzen müssen in der Realisierung. Das möchten wir mal so setzen. Wir wissen, die Ausschreibung, da sind die Reglemente vorhanden, die Konzepte sind vorhanden, aber können wir nichts daran schrauben. Was wir aber machen können, ist, dass wir ganz vorne, der Marco Fritz hat es auch bereits gesagt, ganz vorne wollen wir den Fokus setzen, dass wir das Richtige richtig ausschreiben. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir zuerst den Service beschreiben, können wir diesen Service nachher auch priorisieren. Also eine Priorisierung im Anforderungskatalog, den Sie in die Beschaffung reinbringen, ist essentiell, damit hinten raus auch schrittweise umgesetzt werden kann. Eine Detaillierung erfolgt schlussendlich während oder nach der Ausschreibung miteinander. Da gibt es auch wieder Konzepte, Grobkonzept, ein kleiner Rahmenvertrag für das Detailkonzept und nachher Optionen, damit man diese Detaillierung reinbringt und diese Klärung schaffen kann. Das heißt, Fazit eigentlich, schreiben Sie Lastenheft, das ist ein bisschen aus der Theorie. Vielfach sehen wir in den Ausschreibungen, dass in den Ausschreibungsunterlagen ein Pflichtenheft enthalten ist. In der Theorie wäre es eigentlich das Lastenheft, das der Ausschreibende reinbringt und der Lieferant nachher, derjenige, der eine Offerte macht, der das Ganze vielleicht nachher auch ausschreibt bei Zuschlag, macht dann ein Detailkonzept, ein Pflichtenheft, was er wirklich verstanden hat und wie er das umsetzen möchte. Das sind eigentlich so diese zwei Schritte. Also im Lastenheft schreiben Sie, was Sie wollen, und der Lieferant in der Offerte und nachher in der Klärung schreibt, wie er das Ganze umsetzen möchte. Fazit, wenn ich was, wie diskutiere, müssen wir miteinander sehr eng kommunizieren. Sonst sind wir da auf unterschiedlichen Schiffen unterwegs und es kommt nicht in die richtige Richtung. Wenn wir das wieder so anschauen, das sind die drei Schritte. Und jetzt ganz wichtig, diese Priorisierung, dass wir da reinkommen, dass wir, wenn diese Priorisierung nicht vorhanden ist, dann denken wir, dann haben wir in der Umsetzung hinten raus Probleme. Es gibt Projekte, die sind 95% fertig, können aber nicht eingeführt werden, weil 5% noch offen sind. Und es geht halt nicht ohne diese 5%. Wenn ich das Ganze priorisiert hätte und mir mal überlegt hätte, was braucht es wirklich, um eins einzuführen, dann wären es vielleicht mal nur 40% vom Ganzen. Ich wäre aber mit 40% schon mal live. Das ist Thema der Priorisierung, was Sie in den Ausschreibungsunterlagen bereits mal reinbringen können. Und Priorisierung ist nicht 90% Prio 1, 5% Prio 2 und der Rest dann noch Prio 3, sondern das sollte sich ein bisschen breiter fächern. Das ist nochmals die Timeline, hinten raus, Offerte, Projekt und dann ganz vorne die Ausschreibungsunterlagen. Jetzt, wenn wir so ein bisschen die verschiedenen Sichten anschauen, ist ja schön und gut, was ich jetzt gesagt habe, aber der Einkäufer, der möchte schlussendlich, wenn er die Offerte kriegt, möchte er doch irgendwo diese Kreuzchen machen können. Sagen, erfüllt, erfüllt, nicht erfüllt, nicht erfüllt. Dann vergleicht er die Lieferanten und wunderbar. Also das ist seine Sicht. Der Jurist, die Rechtsabteilung, wenn sie schon wissen, dass es agil realisiert werden wird, dann möchten die eine klare Vertragslage. Was wird überhaupt geliefert? Wie sieht dann die Gewährleistung aus? Die Fachabteilung, stellen Sie sich vor, Sie haben 3 Jahre an diesem Projekt gearbeitet, dass Sie Ihr jetziges System ablösen können, haben Ausschreibungsunterlagen gemacht und jetzt wird es sozusagen wie abgegeben an den Lieferant, der da irgendwie ausgewählt wird. Das heißt, die Fachabteilung, die hat eine große Motivation, sehr eng da auch dabei zu sein und die Lösungsfindung auch zu beeinflussen. Und schlussendlich der Lieferant
sagen wir mal, in der Offertenphase möchte er genügend Anhaltspunkte haben, dass er eine gute Offerte erstellen kann. Dann beim Zuschlag möchte er wissen, okay, wieso nicht ich, sondern ein anderer, was waren die Punkte, was war ausschlaggebend, das heißt so diese Bewertung. Und nachher hinten raus möchte er natürlich auch wissen, okay, wie geht es jetzt weiter. Das sind so die verschiedenen Sichten, und wenn wir jetzt einen Leitfaden machen, dann müssen wir all diese Sichten in diesen Leitfaden reinbringen. Auch wenn es natürlich per se Fokus mal für die Fachabteilung geschrieben wird und vielleicht auch für die Einkäufe. Also beschaffen heißt entscheiden. Entscheiden heißt, ich brauche eine Entscheidungsgrundlage, indem ich beschreibe, was ich wirklich will, und was heißt den Service beschreiben und nicht die Software, die realisiert werden soll. Ich kann nicht alles wissen zum Vorgehen raus, deshalb erstellt der Lieferant eine Beschreibung des Wie in Form eines Pflichtenhefts und er spricht das mit dem Ausschreiber ab. Ich möchte auf Änderungen, die kommen, und da lege ich in jedem Projekt die Hand ins Feuer, Änderungen kommen in jedem Projekt, darauf muss ich reagieren können und ich muss reagieren können, indem dass ich eine Priorisierung habe. Mache ich jetzt das oder das? Diese Entscheidungen habe ich laufend im Projekt. Jetzt, wunderbar, jetzt habe ich gesagt, das war's, wird beschrieben. Wie bewerte ich jetzt das? Das war's. Wenn ich das Was in den Ausschreibungsunterlagen beschreibe und ich bekomme eine Offerte, die mir das Wie erzählt oder beschreibt, dann vergleiche ich Äpfel und Birnen. Also wir haben da eine Herausforderung, dieses Mapping zwischen Was und Wie zu erfüllen, wenn wir so ein Produkt miteinander realisieren werden. Und da haben wir jetzt in der Diskussion, die wir geführt haben im letzten Jahr, noch nicht die finale Lösung gefunden. Und das ist ein Punkt, den wir heute Nachmittag mit Ihnen diskutieren möchten. Wie machen wir dieses Mapping zwischen was und wie? Was ist Ihre Erfahrung? Sagen, das sind Best Practices. Sie sind die Leute, die das anwenden draußen, die täglich mit dem zu tun haben. Sagen Sie uns, wie Sie das lösen können. Das andere, wir haben jetzt das Was beschrieben und jetzt gibt es einen Zuschlag, wir beginnen zu entwickeln und plötzlich ändert sich da essentiell etwas. Also nicht irgendwie einfach kleine Sachen, sondern jetzt wirklich ein großer Teil, sagen wir, ein Businessprozess fällt weg. Wie sieht das jetzt eigentlich rechtlich aus? Eine andere Partei, die vielleicht nicht den Zuschlag erhalten hat, könnte sagen, ja, wenn das jetzt wegfällt, hätte ich meine Offerte ganz anders erstellt und hätte deshalb wahrscheinlich den Zuschlag erhalten. Oder vielleicht den Zuschlag erhalten. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Das ist eine, wir sagen, wir müssen flexibel auf Änderungen reagieren können. Wenn diese Änderungen sehr groß sind, dann haben sie auch Einfluss auf das ursprünglich ausgeschriebene Konstrukt. Da müssen wir irgendeine Antwort finden aus juristischer Seite. Wir haben mit diversen Juristen gesprochen, die zieren sich noch ein bisschen mit der finalen Antwort. So der Tenor ist, ja, es ist eigentlich nichts anderes als der Change Request wie früher im Wasserfallprojekt, sagen wir mal, wo es ganz am Schluss einfach diverse Change Requests gab und das Projekt dann noch doppelt so lang wurde. Kann sein, dass es wirklich das ist, dass man da aus einer Mücke einen Elefant macht, aber da möchten wir sicher auch noch Antworten dafür finden und diese dann in den Leitfaden einbringen. Das heißt, die nächsten Schritte für uns, um wirklich diesen Leitfaden abzuschließen, unser Ziel ist ein Leitfaden mit 4 Seiten. Momentan ist er 10 Seiten groß. Das heißt, wir haben sehr viel reingeschrieben, aber wir müssen da kleiner werden, dass wirklich die Essenz drin ist. Wir möchten aber Ihr Input abholen für diese Erkenntnisse, die wir jetzt auch miteinander besprochen haben. Wir werden Leitfaden 4
finalisieren. Es wird ein relativ großes Review geben, nur schon, weil wir verschiedene Sichten haben. Wie gesagt, der Einkäufer möchte da etwas haben, die Rechtsabteilung hat etwas zu sagen, die Fachabteilung und auch diverse Lieferanten möchten da auch mitarbeiten. Und dann wird der Leitfaden publiziert unter dem Patronat der Swiss ICT, wo ich eine Fachgruppe leite oder geleitet habe. Jetzt bin ich ein bisschen zurückgetreten, weil ich da mein Hobby habe in der IT-Beschaffung. Das heißt, wir möchten eigentlich diesen Leitfaden im Patronat Swiss ICT der Fachgruppe Lean Agile Scrum publizieren können. Und ich denke, das ist auch richtig, dass ein Verband, der mit Informatik zu tun hat, sich mit Beschaffung auseinandersetzt und dort auch, wie bei den Architekten, für Informatikorganisationen oder Informatikanwender auch einen Leitfaden erstellt. Diskutieren Sie heute Nachmittag mit uns in der Fachsession 2. Wenn Sie Interesse haben, mitzuarbeiten, dann melden Sie sich bei uns, bei jemandem im Kernteam, das sind die Namen, die da involviert sind in alphabetischer Reihenfolge, oder melden Sie sich auf der Mailadresse der Swiss ICT, die wir eingerichtet haben, damit sozusagen das Ganze spockmäßig konsolidiert werden kann. Dann hoffe ich auf ganz interessante Diskussionen heute Nachmittag.